Ungarns Einsatzgebiet. Unterstützen unsere Einheiten. Abschuss bestätigt. Moin, moin. Es geht weiter mit Road to Commander hier. Abschuss bestätigt auf der Map Scorch. Die Runde läuft schon, aber steht 0-0. Gerade angefangen hier. Gerade rein. Keine große Ankündigung. Ich spiele mit dem Überlicht. Und der LV4 hier mit... Sauber. Abschuss bestätigt. Mit dem LV-Visier endlich mal drauf. Na, kommt noch einer. Ich weiß nicht, dass hier keiner von hinten jetzt kommt. Sehr schön. Abschuss bestätigt. Ah, da ist gerade einer gespawnt. Nein. Er ist da noch. Ich kann ihn noch kriegen. Kann die noch kriegen, habe ich gesagt. Abschuss bestätigt. Drohne in Bereitschaft. Oh, eine Drohne. Okay, wir setzen eine Drohne neu ein. Ah, dachte ich, die kriegt die noch aus der Hüfte. Nö. Ah ja, die Bolg, die macht aber auch übelst viel Schaden, ne? Verstanden. Skarabäus im Anflug. Schauen wir ein bisschen Auto hier. Verbündete Drohnenunterstützung aktiv. Raketenabschuss stand da gerade. Drohne verloren. Wiederhole. Drohne. Haha. Puh, wie ist er noch mitgestorben? Auf wem schießt du da? Ja, der Bolk ist wieder da. Habe ich ihn. Abschuss bestätigt. Der Feind hat eine Konterdrohne gestartet. Feindliche Drohne. Alter. Abschuss bestätigt. Nein, der zweite. Der zweite. In eurer Nähe. Wir liegen in Führung. Abschuss bestätigt. Haste. Ja, hinter mir. Da gucke ich wieder in die falsche Richtung. Ich dachte, die kommen echt von der anderen Seite. Weil wieder so viele waren. Verbündete Drohnenunterstützung aktiv. Okay, da vorne. Nein, wieder von zwei Seiten, ey. Dass der erste aber dann nicht mehr umkippt. Da habe ich auch gut drauf geschossen. Verbündete Drohnenunterstützung aktiv. Drin ist Action. Könnte aber auch gleich da einer so rumlaufen. Ich bleib jetzt einfach mal hier. Viel rumlaufen ist bei mir irgendwie noch nicht so. Siehst du? Alter, jetzt spawnen die da echt. Nicht hinlegen hier. Abschuss bestätigt. Verbündeter Warden bietet Luftnahunterstützung. Verbündete Drohnen. Da ist noch einer. Ach komm, kann ich nicht mal ein bisschen länger überleben, ey. Ich war in Black Ops 3 viel besser. Ich habe Black Ops 3 jetzt wieder runtergeladen. Also noch mal neu, damit ich das mal wieder ein bisschen zocken kann. Abschuss bestätigt. Danke. Guck dir das an, ich verliere einfach alle Duelle hier. In dem Spiel. Es ist halt vom Spielgefühl wirklich ganz anders als Black Ops. Verbündete Konterdrohne online. Verbündete Drohnenunterstützung aktiv. Da verschwindet die. Oh, der liegt da auf der Treppe. Ich dachte, es wäre eine Leiche gerade, die da umgefallen wäre. Der hat sich da hingelegt. Na da. Aber ein Sieg wäre auf jeden Fall schön. Ja, komm. Den zweiten muss ich auch noch kriegen, ey. Ich war sogar gut drauf mit dem Aiming. Hat aber vom Schaden nicht gereicht.
Geschaltete Drohnenunterstützung aktiv. Okay, versuchen wir es mal mit dem Überlicht. Abschuss bestätigt. Ah, schade. Aber damit mache ich meistens Kills. Wer hat den geknallt? Ich weiß nicht. Hinter mir! Rette mir doch den Arsch, mein Freund! Spielen echt viele mit dieser Wolk, aber bis ich die habe, ey, das dauert, wie gesagt, noch bestimmt ein halbes Jahr oder so. Ich glaube, ich muss mal Road to Commander als Stream bringen, weil dann kann ich wenigstens einige Folgen am Stück spielen, Abschuss bestätigt. Damit ich mal vorankomme. Weil immer so als Video, das dauert einfach viel zu lange. Was haltet ihr denn davon? Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Ich glaube, dann lerne ich das Spiel auch schneller, wenn ich das, mal ein bisschen am Stück spielen kann. Abschuss bestätigt. Verbündete Drohnenunterstützung aktiv. Abschuss bestätigt. Feindliche Drohne. Na, komm schon. Drohne unterwegs zu ihrer Position. Fahren wir noch mal ein bisschen Auto. Das war einer von uns. Meins. Ja, die Marke darfst du gerne haben. Ich bin ja Teamspieler. Kommt der rein? Hol doch die Marke, du Vogel, ey. Die lag denn genau vor deiner Nase. Abschuss bestätigt. Ja, ich renn außen rum. Wir haben gewonnen. Immerhin das. Und da werde ich nochmal abgeknallt von hinten. Naja, 20 Kills. 20 zu 12. Ich sterbe einfach immer noch viel zu häufig, leider, in dem Spiel. Gut, ich bin Stufe 18, ne? Wenn ich meinen Geist habe, wäre es bestimmt besser. Platz 3 immerhin. Hat für Platz 3 gereicht. Auf ein Treppchen, da, ne? Da muss man auch immer hinkommen. Also, 20 zu 12. 20 zu 12, Abschuss bestätigt. Ich habe Bombardement freigeschaltet. Na, jetzt läuft's. Damit wird's noch besser. Extra 3 Gier. Das finde ich auch, glaube ich, ganz gut. Ich habe genug Schlüssel für eine Vorratslieferung. Da wollt ihr doch sicherlich, dass ich die noch aufmache, oder? So, da bin ich. 20-12. Nur 20 Kills ist okay. 20 Kills ist echt okay. Wir haben neue Befehle erhalten. Neue Befehle? Ey, ach, ich gehe mal zu weit raus. Was ist denn da? Erledigen Sie Feinde mit 3 verschiedenen Waffen. Geh nach Hause. Ich habe nur eine Waffe. Erreichen Sie einen Abschuss auf kurzer Distanz. Also auch das... Erreichen Sie 5 Abschüsse mit der Kriegerkampfrüstung. Dann muss ich wieder auf Krieger wechseln. Ey, du, wenn du die Aufträge machst, musst du ständig deine Rüstung wechseln. Abschussdingens-Serie. Das will ich machen. Das Bombardement finde ich ziemlich cool. Den Versänger eigentlich nicht so. Den Skarabäus finde ich auch echt langweilig. Ich will gerne die Konterdrohne haben. So, Drohne, Konterdrohne und dann das Bombardement. Da hätte ich Bock drauf. Versuche ich es mal so. Mit Drohne, Skarabäus. Wie viel teuer ist er? 50 Punkte mehr als der Versänger. Finde das Bombardement aber irgendwie... Also mir gefällt das besser. So lasse ich das mal. Okay. So, die Waffe kann ich jetzt endlich auch wechseln. Die habe ich jetzt auf Maximum gespielt. Das wollte ich nämlich noch erreichen. Dass ich diese Waffe mal auf Max spielen kann. Kann ich damit eigentlich jetzt irgendwas machen? Wenn ich die auf Max habe? Passiert da was? Hier unten, glaube ich, ne? Aktuelle Waffenprestigestufe 0. Ah, hier. Waffenprestigestufe 1 betreten. Die Waffenstufe zurücksetzen und alle Aufsätze wieder sperren. Was bringt mir denn das dann? Jetzt ist ich wieder auf Stufe 1. Ist das, weil ich jetzt hier so... Ah, deswegen die Marken. Das hier ist also... Die Marken kriegt man für die Prestigestufen, damit man sich dann Anhänger dran machen will.
Naja, ob sich das großartig lohnt. Na, man kann nochmal neue Erfahrungspunkte sammeln. Das ist ziemlich cool, ne? Okay. Ja, da freue ich mich gerade, dass ich das LV-Visier hatte. Jetzt ist es wieder weg. Aber ich muss alles mal ausprobieren. Ich könnte aber mal wieder eine andere Waffe spielen. Die habe ich neu. Mhm. Und zwar hier die Kbar, die K-Board 32. Die war in der Beta eigentlich auch noch ganz gut. So schon richtig lange her. Da könnte ich mir nochmal eine Rüstung, eine Klasse von zusammen basteln. Hab doch hier noch das neue, die neue. Guck mal, das sieht gar nicht so schlecht aus mit der Tarnung. Das nehme ich mal. Mehr habe ich nicht. Dann lasse ich das so. Ach so, hier unten hatte ich noch den doppelten. So, wann kriege ich denn hier das Aussteiger? Habe ich schon. Unsichtbar für Drohnen, Radar, Konterdrohne und so weiter. Das brauche ich. Was kann weg? Blinkender Überwacher? Ja. So. Blinder Überwacher, Aussteiger. Endlich. Endlich. Das hat so gefehlt. Und fest verdrahtet habe ich hier. Plünderer kriege ich ja erst sehr, sehr spät. Kaltblütig brauche ich auch nicht. Hier könnte ich dann noch Meisterschützer reinmachen. So. Das ist auch eine nette Variante. Meisterschütze, fest verdrahtet, blinder Überwacher, Aussteiger. Mit der Kabar. Damit geht's. Das ist schon mal eine kleine Aussicht auf das nächste Video, dass ich mit dieser Klasse spiele, mit der K-Bar oder Kabar. Ist so ein klingonischer Name, wisst ihr, ist ja Zukunft und Weltraum und so, ne? Also Leute, ich hoffe, euch hat's gefallen hier. Wir haben wieder 20 Kills und ich mag meinen Auslöscher. Ich hoffe, ihr auch. Dann gebt den Daumen hoch für das Video, würde mich freuen. Also danke fürs Einschalten. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.